Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zu diesem Video. Ich will einfach mal das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. 2021, was konnte ich da alles fotografieren? Was ist so die Story hinter den Bildern? Vielleicht der ein oder andere Tipp für euch noch. Aber im Wesentlichen will ich einfach mal so meine Gedanken ein bisschen schweifen lassen. Ich habe mir neulich mal hier im Lightroom ein Best-of meiner besten Bilder oder den Bildern, wo die meisten Erinnerungen dranhängen aus diesem Jahr, die für mich einfach ein bisschen was besonders Schönes, Erfolgreiches oder auch Besonderes waren, zusammengestellt. Und habe gedacht, warum denke ich das nur für mich durch? Vielleicht gibt es ja auch jemanden da draußen, den das ein bisschen interessiert, was da bei mir so los war. Und habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video, lasse die Kamera laufen, mache gleich mal den Bildschirm frei für euch, dass ihr die Bilder natürlich auch sehen könnt. Und werde einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen dazu plaudern und ein bisschen kommentieren. Wir werden uns Tierfotos, Landschaftsfotos, auch ein paar Drohnenbilder, was ja auch unter die Kategorie Landschaft fällt, anschauen. Und genau, ansonsten gibt es hier jetzt kein großes Konzept in dem Video, bin ich ganz ehrlich. Einfach mal ein bisschen plaudern. Also wenn ihr Lust habt, dann freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt. Holt euch einfach einen Kaffee, einen Tee, ein Bier oder was ihr gerne trinkt. Lehnt euch zurück und wir schauen uns einfach mal ein paar Fotos an. Das Jahr war, auch wenn es Corona war, auch wenn bei mir privat einiges anstand, ich weiß nicht, wer den Kanal schon länger verfolgt oder mich auch auf Instagram verfolgt, der weiß vielleicht ein bisschen schon was. Ich bin umgezogen in eine neue Stadt, in ein neues Haus, neuen Hauptjob angefangen, bin Papa geworden. Da war natürlich gerade die Sommermonate, wo dieser ganze Wechsel abging, sehr wenig mit Fotografieren und auch ein bisschen wenig mit Content erstellen. Ich habe trotzdem in diesem Jahr gerade in Sachen YouTube einiges gemacht. Wenn du auf dem Kanal schon länger dabei bist, dann hast du sicherlich einiges davon mitbekommen. Ich bin auch wirklich sehr überwältigt über die positive Resonanz von den Videos. Also ich kann irgendwie so bei jedem Video drunter schauen in die Kommentare. Es gibt ganz wenig Daumen nach unten. Die gibt es natürlich immer, das ist ganz normal. Aber es gibt ganz, ganz viele positive Kommentare und tolle, aufmunternde Reaktionen. Also wenn du auch jemand warst, der da schon was drunter geschrieben hat, dann wirklich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ganz tolle Feedback. Das hat mich motiviert, in diesem Jahr wirklich den Kanal ein bisschen nach vorne zu pushen. Und das will ich auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall weitermachen. Freue mich, wenn du mich weiterhin auf diese Reise begleitest. Bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir für den ganz tollen Support in diesem Jahr. Und wenn du jetzt das Video als allererstes von mir schaust, dann vielleicht direkt meinen Kanal abonnieren und nach dem Video einfach mal schauen, was da sonst noch so gibt. Da gibt es ganz viele Tutorials rund um die Naturfotografie, um Apps, um Software, Testberichte, Objektive, Tipps, wie man bessere Bilder macht und so weiter und so fort. Schau es dir gerne mal an. Und jetzt aber wirklich mal zum Jahresrückblick. Wir schauen uns mal ein paar Bilder an, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und wir starten direkt mal mit diesem schönen Bild hier. Ein Eichhörnchen im Schnee, finde ich ein ganz tolles und sehr cooles Motiv. Da ich bis vor kurzem noch in Mannheim gewohnt habe, kommt man da in diesen Genuss jetzt nicht so oft. Ja, da schneit es irgendwie sehr selten und wenn es mal schneit, bleibt der Schnee meistens nicht liegen. Ich hatte wirklich einen einzigen Tag in 2021, wo wirklich der ganze Tag über der Schnee liegen geblieben ist. Und da hatte ich zum Glück auch die Möglichkeit rauszugehen in den Park, wo die Eichhörnchen doch ein bisschen zutraulicher sind und eben ein paar schöne Schneebilder von den Eichhörnchen zu machen. Ein Rotkehlchen ist auch mal durchgeflattert, auch ein Vogel, den ich sehr gerne mag. Da ist auch dieses schöne Bild entstanden von eben dem Rotkehlchen im Schnee. Und was habe ich denn da noch für Bilder? Genau, das ist auch ein cooles Bild. Das Eichhörnchen, das quasi so ein bisschen aus dem Schneematsch, dem Unscharfen, so ein bisschen raustaucht, noch ein bisschen die Schneeflocken auf der Stirn hat. Also da bin ich auch sehr glücklich über dieses Bild, finde ich sehr cool von dem Eichhörnchen. Und das ist eben wie die anderen eben auch ein Bild, das ich mit dem Teleobjektiv gemacht habe. Und ich habe eben auch versucht, ja, damals schon eben auch ein paar Weitwinkel-Shots zu machen. Ich habe hier und da schon wieder in den letzten Jahren mal Weitwinkel-Shots von Eichhörnchen gemacht, wo eben wirklich die, wo ich quasi eine Nuss vor der Linse drapiert habe und die Eichhörnchen wirklich ganz nah kommen und da irgendwie rumschnabulieren. Und die waren wirklich vielleicht 15, 20 cm von der 16 mm Linse weg. Das sieht jetzt entsprechend auch vom Bildausschnitt entsprechend cool aus. Und das konnte ich jetzt endlich auch mal im Schnee realisieren. Und hier sogar noch ein bisschen wieder Bewegungsunschärfe, wie eben das Eichhörnchen gerade sich quasi durch diese Schneemassen da kämpft und eben die große Nuss grabbt mit der Pfote. Finde ich eines meiner absoluten Lieblingsbilder aus diesem Jahr. Und ja, das waren die Eichhörnchen im Schnee. Und auf dem Bild ist der Schnee jetzt schon wieder weg. Ich habe auch hier und da mal einen Ansitz im Wald gemacht und da habe ich mich eben mal an einer Wasserstelle verschanzt, wo eben auch Eichhörnchen kamen. Und ich bin ja eh ein großer Fan von Bildern mit Spiegelung und ganz ehrlich, was gibt es denn Süßeres als trinkende Eichhörnchen, die sich auch noch im Wasser spiegeln. Also da konnte ich auch einige coole Bilder machen.
von eben den Eichhörnchen, wie sie da eben am Wasser gespielt haben. Das ist auch ein sehr cooles Bild. Da sieht man eben, wie die Pinselohren noch so ein bisschen nass sind. Also gefällt mir auch sehr gut mit der Spiegelung. Und was auch erstaunlich war, ist, das wusste ich überhaupt nicht, dass Eichhörnchen, dass die auch schwimmen und auch wirklich ins Wasser gehen. Ich habe einfach gedacht, komm, ich nehme einfach mal eine Nuss, werf die mal in die Mitte von diesem Teich und gucke einfach mal, was passiert. Und tatsächlich kommt das jetzt schon. Ah ja, da ist es schon. Ist wirklich das Eichhörnchen ins Wasser rein und hat sich da eben die Nuss aus dem Wasser rausgeschnappt. Da konnte ich leider nicht viele gute Bilder machen. Viele waren doch unscharf, weil es eben sehr schnell ging, weil ich da auch nicht so gut fokussiert und anvisiert habe. Aber ein paar sind eben ganz gut geworden, wie eben dieses hier. Und finde ich auch ein Verhalten, das sehr bemerkenswert ist, das ich bisher noch nicht so gesehen habe. Ja, auch ein sehr cooles Bild, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ja, das hat auch Spaß gemacht, dieses Shooting. So, ich sehe jetzt natürlich nicht, was als nächstes kommt. Schauen wir mal. Ja, da habe ich eben, das war auch viel Aufwand. Das habe ich zusammen mit Samuel Hucken und dem Kalle gemacht vom Ornithologie für Anfänger-Kanal. Kennen vielleicht auch manche von euch, die beiden. Die waren bei mir zu Besuch, da wir ja im letzten Jahr den großen Community-Abend-Livestream veranstaltet haben. Das war auch ein sehr cooles Event, haben wir quasi mein Wohnzimmer ein bisschen zu so einer Filmstudio-Location umgebaut und ein bisschen live gestreamt. Das ist auch noch auf dem Kanal vom Kalle abrufbar. Ich verlinke euch das mal unter dem Video, wer sich das noch anschauen will. Und ja, vor diesem Stream haben wir quasi noch 2 Tage Zeit gehabt, um ein bisschen durch die Mannheimer Umgebung zu streuen und eben auch da im Stadtpark, wo eben die Eichhörnchen unterwegs sind. Und wir wollten eben mal das Bild realisieren mit einem Eichhörnchen, das eben auf der Kamera sitzt und an der Nuss kaut. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen nachgeholfen, sage ich mal. Wir haben natürlich die Kamera dahingestellt, geschaut, dass eben der Hintergrund gut passt. Und einer hat eben das Eichhörnchen ein bisschen mit einer Nuss angelockt, während bereits eine Nuss auf der Kamera drauf lag. Und die anderen haben sich quasi ein bisschen weiter weg mit dem Teleobjektiv verschanzt und eben versucht, eben diese Szenerie genau zu erwischen. Das Eichhörnchen hat sich hier viel Zeit gelassen, wir haben viele Versuche gebraucht, aber es hat sich am Ende des Tages dann doch noch dazu aufgerafft, mal da hoch zu hopsen und eben die Nuss zu futtern. Und dabei ist eben dieses sehr coole Bild entstanden, was mir eben auch ja, richtig gut gefällt. Also wenn du irgendwo eine Möglichkeit hast, wo eben Eichhörnchen oder sonstige Tiere, vielleicht auch Vögel, schon ziemlich an Menschen gewöhnt sind und du vielleicht mal solche Tricks probieren kannst, probier das gerne mal aus. Ja, da kann man eben auch mit wilden Tieren vielleicht mal das ein oder andere lustige Bild generieren. Das ist auch wieder eins der Weitwinkelshots, 16 mm. Die Nuss habe ich quasi auch hingelegt, um das Eichhörnchen hier ein bisschen anzulocken. Das machen ganz viele Leute in dem Park, also die sind das echt schon gewohnt. Und da kriegt man eben diesen coolen Look hin, dass eben der ganze Wald und auch der aufgestellte buschige Schwanz noch unscharf hinten drauf ist. Aber das Eichhörnchen eben ja, mit so einem riesengroßen Bollerschädel, sag ich mal, da in die Kamera reinguckt. Auch nochmal ein cooles Eichhörnchenbild, wo es eben einfach da im Park rumrennt. Und Spechte gibt es da auch hin und wieder. Da konnte ich eben auch zum Beispiel diesen schönen Buntspecht fotografieren. Auch eine Art, die ich schon öfter mal vor der Linse gehabt habe. Aber eben auch ein sehr schönes Bild. Das ist auch so ein Highlight von diesem Jahr. Ich finde Kernweiße einfach unglaublich schöne Vögel. Ich habe sie noch nie fotografieren können. Dieses Jahr ist es mir endlich mal gelungen, auch durch die Unterstützung von ein paar Fotokollegen, mal an einem Ansitz mit einer schön drapierten Moosfläche anzusitzen. Und da haben wir eben Meisen und alles Mögliche fotografiert. Und es kam eben auch der ein oder andere Kernbeißer vorbei. Und ich konnte eben richtig coole Bilder von diesen sehr, sehr schönen Vögeln machen. Also das hier ist auch eins meiner absoluten Favorite-Bilder, wo er einfach so ein bisschen schelmisch über die Schulter in die Kamera grinst. Finde ich ein total cooles Bild. Vordergrund, Hintergrund, Vogel, passt einfach alles hier. Sehr schön geworden. Und da ist eben noch eins, auch wieder mit dieser Spiegelung an der Wasserstelle, wo er eben trinkt. Finde ich auch persönlich ein sehr, sehr cooles Bild. Habe ich auch lange vor Augen gehabt und jetzt endlich mal realisieren können. Das ist der Grünspecht. Der ist wieder in Mannheim gewesen. Auch eine Art, die ich schon immer gerne mal fotografieren wollte. Ich habe ihn schon einmal fotografiert. Da war es aber ja, nicht so geil vom Lichten, von allem her. Und ja, das ist eben so ein bisschen ein Situationsbild. Es muss nicht immer ein Close-up sein von einem Tier, sondern da habe ich einfach mal ihn so ein bisschen in die Umgebung eingebaut, hinten dran das Bokeh von den Bäumen und eben im oberen Bildausschnitt, wo er eben aus seiner Höhle da rauslugt. Und ja, auch endlich mal ein cooles Bild von dieser Art. Ich habe jetzt hier
In Offenburg, wo ich inzwischen wohne, im Nachbargarten auch schon mal einen rumrennen sehen. Vielleicht geht da auch noch mal was, muss man mal schauen. Aber immerhin mal ein cooles Bild von einem Grünspecht bekommen. Auch mit den angeblich ja, herkömmlichen Standardvogelarten habe ich mich in diesem Jahr ein bisschen beschäftigt. Zum Beispiel die Amsel habe ich hier ganz nah fotografieren können bei der Nahrungsaufnahme, wie sie da eben irgendeine Larve aus der Erde zieht. Und ein ähnliches Bild einfach ein bisschen weiter weg. Und da habe ich die Amsel eben auch mal wieder in der Umgebung eingebettet, habe da eben schön dieses verschwommene Grün außenrum. Und das ist eben so ein klassisches Bild, was man irgendwie sich auf dem Desktop als Hintergrund machen kann. Und eben der Kontrast zu diesem krassen Porträtbild. Also da habe ich auch ein bisschen experimentiert mit den Amseln. Und da kommen wir schon an die Nordsee. Da war ich auch wieder mit dem Samuel und auch mit dem Benjamin Feldmann zusammen. Ganz liebe Grüße, Jungs, an dieser Stelle. Auf einem kleinen Ausflug an der Nordsee. Und da hatten wir eben die Hoffnung, dass wir eben ein paar Wart- und Seevögel vor der Kamera kriegen. Wetter war nicht so geil. Aber wir haben wirklich eine ganz coole Stelle entdeckt, wo wir uns ein bisschen verschanzen konnten. Und da ist zum Beispiel dieses coole Bild entstanden, wo man eben erst beim dritten, vierten Hingucken sieht, dass da ein Brachvogel auf diesem Deich unten steht und hinten dran eben der riesen Gänseschwarm gerade vorbeizieht. Und ja, so ein bisschen ein Suchbild für meine bisherige Fotografie, vielleicht ein bisschen untypisch. Finde ich aber sehr cool, eben dieser einzelne Brachvogel da unten, und dann kommt eben hinten dran, als ich eben den Brachvogel fotografiert habe, eben dieser riesen Gänseschwarm drüber. Also das war schon richtig cool. Austernfischer gibt es natürlich auch immer an der Nordsee, das ist klar. Da konnte ich auch ein paar coole Bilder von denen machen. Hier eben mit diesem schönen grünen Hintergrund. Und da haben wir eben auch nochmal mit einer anderen Farbe im Hintergrund, wie eben so richtig schön in die Kamera guckt und mit seinen ganz dreckigen Füßen da durch das Watt stapft. Auch hier habe ich mich eben sehr bodennah hingelegt. Das sieht man eben dadurch, dass Vorder- und Hintergrund ziemlich verschwimmen und wirklich nur ein klein bisschen vom Schlick und eben der Vogel in der Schärfeebene sind. Ja, das war jetzt durchaus ein bisschen matschig, aber was tut man eben nicht alles für ein cooles Bild. Eben haben wir schon von den Gänsen gesprochen. Das waren Nonnengänse, die da über diesen Deich sind. Und da haben sie wirklich einige auch quasi an dem, ja, was war das, Wattenmeer-Ableger, wo wir da waren, sich niedergelassen. Und da konnten wir auch ein paar richtig coole Actionbilder machen hier, wo sie eben sich waschen und putzen. Und mal schauen, was haben wir hier noch? Ja, das ist auch ein sehr cooles Bild. Direkt nach dem Landeanflug konnte ich das machen. Ja, auch richtig schön auf Augenhöhe mit dieser wunderschönen Nonnengans. Auch ein sehr cooles Bild, wie ich finde. Und das war eben auch eine Tour eben mit tollen Fotografen, mit tollen Freunden inzwischen und die eben auch ein paar tolle Bilder abgeworfen haben. Da kommen wir schon zum nächsten. Das ist schon wieder zurück in Mannheim. Haubentaucher, wunderschöne Vögel, habe ich bisher nie wirklich gut fotografieren können. Die Bilder sind ganz cool dieses Jahr geworden, die ich da machen konnte an dem einen See. Aber es ist auch nicht wirklich so cool. Also die wirklichen so mega Premium-Haubentaucher-Bilder, die fehlen mir noch. Vielleicht kriege ich es irgendwie dieses Jahr noch hin. Tipp für euch, wenn ihr Haubentaucher fotografieren wollt, geht vielleicht mal an einem durchaus von Menschen auch besuchten See. Das ist hier an einem Badesee entstanden. Quasi auf der einen Uferseite ist Badebereich, wo ganz normal Leute auf dem Handtuch liegen und schwimmen. Und auf der anderen Seite ist eben noch Natur. Und ich war eben auf der Naturseite mal früh morgens. Und auf dem Bild könnte man meinen, dass die Sonne genau aufgeht hinter dem Kopf von dem Haubentaucher. Aber das ist tatsächlich die Boje von diesem Badestrand. Und sieht aber auch irgendwie cool aus, dass er eben wie so einen Heiligenschein hat. Und eben da sind die Haubentaucher durchaus daran gewöhnt, dass da der ein oder andere Mensch mal vorbeiläuft oder auch vorbeischwimmt. Und da konnte ich eben Bilder machen wie dieses hier, die ja, durchaus ansehnlich sind von eben diesen schönen Vögeln. Ja, ein schönes Close-up wie das hier, wo eben noch die Tropfen vom Schnabel kommen. Richtig schön scharf geworden, habe ich da auch hinbekommen. Gefällt mir auch sehr gut, das Bild. Licht ist nicht so ganz ideal, es war ein bisschen trist. Von daher ist es hinten dran keine schöne untergehende oder aufgehende Sonne drin. Da ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Vielleicht kriege ich es ja 2022 mal hin. Und ja, da komme ich schon zum nächsten Bild. Wie gesagt, ich habe mir die vorher angeguckt, aber ich weiß ja nicht genau, wie viele jetzt von jedem Ausschnitt jeweils kommen. Deswegen improvisiere ich mich da jetzt so ein bisschen durch. Und da bin ich dann schon wieder im Landschaftsbereich. Das ist der wunderschöne Pfälzerwald. Das Bild hier hängt inzwischen auch als Alu-Dibon-Druck da drüben an der Wand hier in meinem Fotozimmer hier, weil ich das richtig geil finde. Ganz früh morgens hochgestapft auf einen dieser Sandsteinfelsen mit dem Gipfelkreuz. Und da musste ich eben mit dem Selbstauslöser ein bisschen fotografieren. Das ist durchaus
Das ist schon krass, ja, weil du hast ein kleines Zeitfenster von vielleicht einer halben Stunde, wo wirklich gutes Morgenlicht ist. Und während dieser Zeit musst du quasi Kamera aufstellen, eine gute Position finden, Bilder von dir selber machen, wie du auf dem Felsen stehst. Kann man natürlich auch ohne machen, fand ich aber irgendwie cool, dass da quasi noch ein Mensch als Perspektive mit drin ist. Währenddessen habe ich dann on top noch einen Vlog gedreht, wo man auch irgendwie überlegen muss, okay, habe ich jetzt irgendwie eine Anmoderation, eine Abmoderation, zwischen ein paar Sequenzen, die man irgendwie zusammenschneiden kann, dass es auch ein stimmiges kleines Video gibt. Hier und da noch eine Insta-Story gemacht, aber du bist wirklich dann anderthalb, zwei Stunden voll im Tunnel, macht aber auch richtig Spaß und hat eben ein paar geile Bilder abgeworfen, wie das hier oder wie eben auch dieses Bild hier. Dazu gibt es eben quasi das Making-of übrigens auch schon auf meinem Kanal hier. Verlinke ich euch auch nochmal unter diesem Video in der Beschreibung. Da könnt ihr mir eben ein bisschen über die Schulter schauen, wie ich da quasi mit Stativ und Fernauslöser versucht habe, mich eben auf diesem Felsen selber ein bisschen in Szene zu setzen. Also auch eine sehr coole Location. Und das hier sieht ein bisschen aus, als würde ich da voll auf der Abbruchkante stehen und gleich runterfallen, wie irgendwie im Grand Canyon. Der Eindruck entsteht eben dadurch, dass die Kamera ein bisschen weiter weg steht von diesem Bild und ich mit einem super Weitwinkel, 16 mm an Vollformat eben da reingehe und dadurch sieht eben diese Felswand eben richtig massiv aus und ich stehe hinten zwar durchaus vorne an der Kante, da geht es wirklich auch 30 Meter runter in die Tiefe, aber ich stehe wirklich safe und da kann nichts passieren und es sieht eben gefährlicher aus, als es ist, aber ist auch mal eine ganz coole Perspektive gewesen an diesem wunderschönen Morgen in der Pfalz. Zu diesem Bild gibt es auch ein komplettes Making-of mit Shooting und Tutorial in der Fotopilz-App auf meinem Kanal. Auch gerne mal reinschauen. Supermond fotografieren ist das Stichwort. Wer meinen Kanal kennt, der kennt vielleicht auch meine Tutorials zu der Fotopilz-App, mit der ich eben ganz gerne auch mal solche Supermond-Shots plane. Und das hat super gut funktioniert, dass das Schloss Auerbach über Bensheim an der hessisch-baden-württembergischen Grenze. Und da geben ihnen hinten dran eben dieser riesen Vollmond auf. Das ist kein Photoshop-Trick, sondern das ist wirklich so fotografiert. Mache ich hin und wieder mal gerne solche Bilder. Und wenn du eben genauer wissen willst, wie geht denn so ein Bild, wie macht man das, dann schau dir das entsprechende Video auf meinem Kanal dazu an. Die Bienenfresser. Eigentlich ja das Foto-Highlight aus tierfotografischer Sicht dieses Jahr. Hier sieht man jetzt einen Star, weil der auch quasi an dieser Lehmgruppe von den Bienenfressern ist. Da war ich die letzten Jahre auch immer mal wieder fotografieren. Aber dieses Jahr hatte ich quasi einen Tag, wo eben der Mond geblüht hat. Der Mond geblüht hat. Und wir hatten wirklich ganz tolles Licht, mega tolle Stimmung und mega tolle pastellige Farben konnte ich da generieren in meinen Bildern. Der Star war eben auch am Start, aber vor allem waren eben die Bienenfresser am Start. Hier ist nochmal der Star und jetzt schauen wir mal. Ah, da habe ich jetzt meine Bilder vertauscht. Heieiei. Wir kommen später zu den Bienenfressern. Ich könnte es auch zusammenschneiden jetzt, aber jetzt gucken wir einfach mal weiter. Das ist einer der Mannheimer Papageien. Auch ein sehr cooles Bild, wie ich finde. Und bei denen konnte ich eben dieses Jahr endlich mal realisieren, dass ich auch die Jungvögel mal fotografieren könnte. Ich habe quasi eine Bruthöhle entdeckt in diesem Stadtpark, wo die Papageien sich auch von den vorbeilaufenden Passanten das nicht unbedingt so aus der Ruhe bringen lassen. Und da konnte ich eben ein paar Bilder machen, wo eben der junge Papagei hier aus seinem Astloch rausschaut. Und das eben auch eins meiner Lieblingsbilder dieses Jahr. Mamagei, Papagei, je nachdem. Und der kleine Papagei eben am gleichen Baum. Beide in derselben Schärfeebene. Das kriegt man ja so gut wie nie hin. Ja, mal das ist die Mama ein bisschen weiter hinten, mal ein bisschen weiter vorne. Hier hat es eben genau geklappt, noch mit einem schönen Hintergrund von den Blättern. Auch ein sehr cooles Bild. Ja, die kleinen Jungen, wie sie da aus dem Astloch rausschauen, gefällt mir eben auch sehr cool. Und da konnte ich eben einige Bilder machen, zum Beispiel auch das hier. Und ja, die zwei Süßen, wie sie eben da rausgucken und ein bisschen auf Futter warten, wenn Mutti kommt, ist eben ja auch ein sehr cooles Motiv. Einige Seltenheiten gab es in diesem Jahr auch, zum Beispiel diesen schönen Seidenreiher, den ich fotografieren konnte. Da war es wirklich brezelheller Tag. Und ich habe überlegt, naja gut, wie kriege ich jetzt irgendwie ein halbwegs cooles Bild hin? Habe eben massivst unterbelichtet und jetzt habe ich quasi so ein Low-Key-Bild gemacht, wo der weiße Reiher eben in diesem sehr dunkel aussehenden Tümpel steht. Und auch meine Art, die ich bisher nie hatte und auch ein ganz cooles Bild, wie ich finde. Ja, der Rotmilan, auch ein sehr schöner Vogel. Habe ich vielleicht dieses Jahr Chancen, weil hier einige mehr sind als noch in der Mannheimer Gegend. Aber das ist eben auch eine tolle Flugaufnahme, die mir gelungen ist, wo er eben recht nah kam und auch von der untergehenden Sonne schön angeleuchtet wurde, um eben dieses schöne Flugbild zu generieren. So,
Jetzt haben wir sie endlich mal, die Bienenfresser. Also ein wundergeiles Bild, wie ich finde. Auch dazu habe ich einen kleinen Vlog auf meinem Kanal gemacht. Bienenfresser fotografieren heißt der. Einfach mal als Suchbegriff eingeben oder eben auf meinem Kanal stöbern. Habe ich euch ein bisschen mitgenommen hinter diese Kulisse. Und ja, das sind für mich einfach traumhafte Aufnahmen mit dieser pastellfarbenen, hellgrün-gelben Kulisse da und eben zwischendrin eben die Bienenfressern in einer kompletten aufgelösten Unschärfe. Hier sogar mit noch einer Hummel, die er da hochwirft. Also wirklich toll. Und das hier auch, wie eben auf diesen Ast anfliegt. Also das hat richtig Spaß gemacht, das zu fotografieren. Da muss man auch gar nicht mehr so massiv nachbearbeiten. Das sah einfach roh aus der Kamera schon richtig cool aus. Auch das hier gefällt mir sehr gut, wie er quasi auf dem Ast sitzt, dass er aus dieser Unschärfe rauskommt. Ich habe da geschaut, dass ich eben auch im Vordergrund noch irgendwie ein bisschen Sand oder Buschwerk habe, um eben auch quasi vorne das Bild so ein bisschen zu vernebeln. Und dadurch sieht es eben so aus, dass der Ast quasi aus dem Nichts rauskommt und da eben der Bienenfresser mit seiner Beute oben drauf sitzt. Auch da wieder Bienenfresser schön im Mohn. Und da eben nochmal ein bisschen mehr von dieser schönen Mohnblüte mit reingenommen, ins Bild, in den Bienenfresser ein bisschen kleiner dargestellt. Also das war so eins meiner Highlight-Shootings dieses Jahr, wie gesagt, als Video auf diesem Kanal. Gerne mal reinschauen. Und jetzt kommen wir quasi schon in den Oktober rein. Das sieht jetzt eher nach Februar als Oktober aus. Da war ich eben eine Woche lang in Garmisch-Partenkirchen unterwegs auf Landschaftsfotografie-Tour. Auch dazu gibt es einen Vlog auf diesem Kanal. Ist noch gar nicht so lange her, wie ich den eingestellt habe. Auch da sieht man viele Making-ofs und Bilder. Deswegen werde ich jetzt hier durchaus ein bisschen schneller durchgehen. Das ist eben der Sebensee, wo ich hochgewandert bin. Wenn ich gewusst hätte, dass die Farben von dem See so geil rauskommen, weil in der Nachbearbeitung konnte man die schon noch ein bisschen rausholen. Also jetzt nicht, dass man den ganzen See irgendwie blau gepinselt hat, aber mit Kontrast und so. Kam das schon ganz cool raus. Hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Drohnenbilder gemacht dort, aber es sah eben im Rohbild einfach richtig schwarz-weiß und trist aus, weil es war eben neblig und diesig und nicht so geil, aber eben dieser komplette edelsteinhafte See und außenrum alles weiß, das sieht schon richtig geil aus. Also da hätte ich mehr Bilder noch machen können, aber eben die zwei sind, wie ich finde, schon mal richtig cool geworden. Und ansonsten war ich am Eibsee unterwegs, konnte da dieses, wie ich finde, sehr, sehr coole Bild machen. Auch eines meiner absoluten Fave-Bilder, die ich jemals am Eibsee gemacht habe. Ich war jetzt schon 4 Jahre in Folge an diesem wunderschönen See und hier eben ja, die Morgensonne und die Wolkenschleier hinten dran und eben der Bildaufbau finde ich persönlich richtig nice. Mit eben der Insel mit dem kleinen Häuschen drauf, gefällt mir richtig gut. Die klassischen Eibsee-Bilder am Ufer. Ich habe immer versucht, ein bisschen, Buschwerk oder Baumwerk noch außenrum irgendwie einzubauen, dass man quasi dem Bild noch ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Quasi vorne eben die Wurzel unten und oben eben der Baum und eben dann das Ufer mit mir und dann eben der See und dann hinten dran die Bäume und dann die Berge, dass man eben wirklich mehrere Ebenen drin hat. Das ist bei dem Bild eben noch extremer. Auch eben mit dem Vordergrund oben, mit diesem Buschwerk oben am Weg und unten stehe ich eben drin. Das kommt eben richtig so eine schöne Tiefenwirkung rein. Habe ich in meinem anderen Vlog auch noch ein bisschen mehr dazu erzählt. Jetzt zum Schluss nochmal random übers Jahr verteilt. Ich weiß teilweise gar nicht mehr genau, wo ich die gemacht habe. Ein paar Drohnenbilder. Ich fliege eben auch inzwischen ziemlich gerne damit rum. Man weiß ja, dass es reglementiert ist, aber es gibt eben doch noch Möglichkeiten. Zum Beispiel jetzt von oben hier dieses schöne Bild mit eben diesen verschiedenen Ebenen, die es da gibt. Das rote Auto ist tatsächlich so gefahren. Das ist nicht reingeshoppt. Es war eben wirklich an dieser Stelle da. Auch das ist ein super cooles Bild mit eben diesen Booten, die quasi an diesem See geparkt sind. Gefällt mir auch richtig gut und das ist eben auch noch von meiner Tour aus Garmisch-Partenkirchen. Auf dem Rückweg quasi war ich dann noch bei Neuschwanstein, da steht eben vorne dran diese Kolomankirche. Da war eben richtig geiler Frühnebel auf dem Boden und ich bin auch da nochmal drum herum geflattert und habe eben versucht, hier ein paar gute Perspektiven hinzukriegen. Gar nicht so einfach. Das hier gefällt mir eben richtig gut mit diesem wunderschönen Herbstlaubbaum links im Bild. Und dann eben hinten dran diese Kirche und hinten dran die Berge und eben dieser Frühnebel. Als Kontrast dazu dieses Bild im quasi gleichen Moment gemacht, aber quasi mit 300 mm und mit der Kamera, die quasi auf dem Boden aufliegt. Da sieht man eben, dass der Berg hinten dran wesentlich gestauchter ist und wesentlich sichtbarer ist. Die Drohne hat ja einen super Weitwinkel. Das hier ist jetzt quasi mit dem Tele gemacht und ist aber auch quasi eine ganz coole Szenerie, die da rauskommt. Und ja,
das ist jetzt vor ganz kurzer Zeit entstanden bei unserem kleinen Familienurlaub in der Sächsischen Schweiz. Wir hatten eigentlich nur ziemlich bescheidenes Wetter. Und da hat es auch geregnet, als wir an der Basteibrücke waren. Deswegen konnte ich quasi ein paar Bilder machen. Das hier konnte man quasi in der Nachbearbeitung noch ein bisschen retten. Ist durchaus ein bisschen moody, ein bisschen düster. Gefällt mir aber doch ganz gut. Durchaus beeindruckend, diese Felsen da. Wir konnten nicht so viel machen, weil es eben viel geregnet hat. Das eben auch nochmal ein Bild. Versucht eben quasi mit den Blättern im Vordergrund noch so ein bisschen Tiefenwirkung zu generieren. Und ja, da geht es schon weiter mit den random Drohnenfotos. Weiß gar nicht mehr, wo ich das gemacht habe. Aber das ist eben auch so eine schöne Serpentinenstraße mit eben diesem Herbstlaub da. Auch wieder das rote Auto drin, das ich nicht reingesetzt habe, das eben wirklich da war. Was haben wir hier noch? Auch das wieder eine andere Straße in einem ganz tollen Herbstwald, wo ich da mal unterwegs war. Und das sieht eben auch richtig nice aus. Und ja, solche Bilder mag ich eben auch sehr gerne zu machen. So, damit merke ich schon, es kommt nichts mehr. Das war eben mein fotografisches Jahr. Es gab schon Jahre, die noch ergiebiger waren, aber ich habe eigentlich gedacht, ich habe so gut wie nichts fotografiert dieses Jahr so gefühlt. Aber wenn ich jetzt mal das Ganze hier mir so anschaue, dann war es doch einiges. Von daher bin ich zufrieden. Schauen wir mal, was 2022 so bringt. Und ja, das war mein kleiner Jahresrückblick. Bisschen spontan, bisschen improvisiert, aber das darf eben auch mal sein. Wenn du jetzt noch dran bist, dann hat es dir hoffentlich nicht ganz so schlecht gefallen. Von daher gerne einen Daumen hoch da lassen für dieses Video. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Macht's gut, gehabt euch wohl mit euren Lieben. Ganz viel Erfolg bei eurer Fotografie und euren sonstigen Projekten im nächsten Jahr. Von mir wird es natürlich wieder weiteren Content geben. Gerne bei Instagram reinschauen, gerne bei YouTube dabei bleiben. Und ja, dann, ihr wisst schon, was kommt. Peace out und ciao und bis zum nächsten Jahr.